Off with you! Let go of me! Keep this up and I will. What's going on, Fran? I don't know. It's not hitting me. I don't have time for this. I'm slipping. Not good. What happened? Our hover didn't just drop. It disappeared. Ah, forget it. Even if we could fly, the Ifrit's playing with fire, and I'd rather not get burned. We'll go the old-fashioned way. Not many Viera where you come from, thief. It's Vaughn. Sorry. Well... Fran is special in that she deigned to partner with a Hume. Oh? Like a sky pirate that chooses to steal through the sewers. Pirates? You're sky pirates? So you have an airship? It's Balthier. Listen, thief, Vaughn. If you ever want to see your home again, you'll do exactly as I say. Myself, Fran, and you, we're working together now. Understood? Don't even think you're getting this. The thought never crossed my mind. So, wir haben unsere zwei neuen Gruppen, zwei weitere Gruppenmitglieder. Wir sind also schon auf 4 von 6. Penelo mitgezählt. Okay. Musst du zwar mit leeren Lizenzen, also mit ohne Lizenzpunkte starten, wusste ich nicht. Dafür haben wir halt ausgedehnte Startlizenzen. Clown und erste Hilfe bei ihm. Also Clown, finde ich schon gut genug. Gewehre, gleich mit Level 2, weil. Interessanterweise hat er auch schwere Rüstung gelernt. Man könnte ihn zum Nahkämpfer machen. Ich hab gelesen, dass er sogar für Nahkämpfer gar nicht so schlecht geeignet ist. Also ist er auch, ne? Ich glaube, für einen Stärke- oder geschwindigkeitsbasierten Nahkämpfer ist er ziemlich tauglich. Fran hier, startet mit dem Bogen. Er startet mit dem Gewehr. Wollt ihr noch ein kleines Side-Detail wissen? Also, ja, ich verrate euch eh. Wenn nicht, müsst ihr jetzt leise machen. Fran und Balthier starten zwar mit Bogen und Gewehr, sind aber jeweils die ungeschicktesten mit dieser Waffe. Ich habe erwähnt gesehen, dass Waffen halt je nach Charakter unterschiedlich schnell agieren. Wirklich nur kleine Unterschiede. Also, wir reden hier von Zehntel oder Hundertstel Sekunden. Und bei Fran und Balthier sind jeweils Bogen und Gewehr am langsamsten. Das ist ziemlich dumm, wie ich finde, aber bitte. Das heißt, wir werden Fran in auf mittlere Zeit auf Gewehr umstellen. Weil Fran hat ein paar Side-Features. Erstens mag ich sie als Charakter. Zweitens, der Vollständigkeit sieht sie hübsch aus. Drittens bietet sie auch ein paar interessante unwichtigen Sonderdialoge, also wirklich nur kleine Side-Details aufgrund ihrer Rasse als Viera. Und deswegen, ich weiß nicht, ihre Techniken später sind, glaube ich, auch ganz witzig, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen will ich sie dabei haben. Es sei denn, ich merke, es klappt. Und sie synergiert halt gut mit dem Gewehr. Ich will das jetzt nicht in allen Längen auswalzen. Und so Gewehr, bisschen Unterstützungsmagie vielleicht. Und ja, jetzt hier noch was er uns erzählen will. Mir fällt gerade ein, ich habe mich was die Gambit-Zeitpunkt rein, den Gambit-Zeitpunkt geschätzt. Wir kriegen Gambit schon viel früher erklärt, nämlich hier. Ah! Ups. Da habe ich jetzt auch den Verlauf angemacht. Gut, ich klicke mich hier jetzt schnell durch. Im Prinzip funktionieren Gambits ganz einfach. Ignoriert einfach, was der da euch zeigt. Wir haben bei Gambit mehrere Zeilen. Die sieht man da. Und jede Zeile besteht aus einem Platz,
Also eine Rang, eine Reihenfolge, eine Bedingung und eine Aktion. Und die Zeilen werden von Reihenfolge, ihrer Reihenfolge nach abgearbeitet. Es wird geguckt, erste Zeile. Ist die Bedingung erfüllt? Wenn ja, macht der Charakter die Aktion, die er... Was sollte ich jetzt machen? Macht er die Bedingung. Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist, geht er zur zweiten Zeile. Ist diese Bedingung erfüllt, macht er die Aktion. Und so weiter, bis er unten angekommen ist. Ist er unten angekommen und es hat keine Bedingung erfüllt gewesen, macht er nichts. Das ist ziemlich, ziemlich simpel. Da muss man kein großer Programmierer für seine KI zu machen, das ist halt wirklich einfach. Und was man im Laden kaufen kann, sind diese Bedingungen. Als Aktion geht alles, was der Charakter halt beherrscht. Verdammt, jetzt habe ich diesen tollen Spruch beendet. Das Tutorial beendet er. Klingt kompliziert? Naja, du wirst es schon irgendwann rauskriegen. Außerdem bin ich ja eh der Held der Geschichte. Hat er ganz am Ende gesagt, das habe ich jetzt leider übersprungen. So, also wir haben jetzt halt die Gambit-Option, können hier unsere Gambits bearbeiten. Wir haben jetzt noch nicht viele Optionen, deswegen ist noch nicht viele Möglichkeiten. Was wir haben, ist hier die Gefährte ab 70%. Erste Hilfe ist eine Technik, die einen Charakter heilt, der im roten Bereich ist. Sie führt sich schneller aus als Vita, fast so schnell wie eine Potion. Heilt nicht so viel, kostet aber halt auch kein Item. Zuallererst möchte ich meinen Leuten verbieten, selbstverständlich Gegner anzugreifen. Das heißt, die Gegner im Blickfeld-Dinger müssen weg. Zweitens möchte ich, dass Fran beim Heilen hilft. Das heißt, sie wird ab und zu... Sie wird wieder benutzt. Das ist halt die einzige Heilbedingung, die wir im Moment haben. Würde ich einen Gefährten aussehen, würde das bedeuten, wer immer Schaden hat, kriegt von ihnen Heal gedrückt. Sofort. So hat sie immerhin eine gewisse Schwelle, dass sie nicht ständig zu viel heilt. So. Warten wir, Warn hier hat doch jetzt auch genug Lizenzpunkte für das Schild und sogar für die schwere Rüstung. Perfekt. So, dann können wir ihn erstmal neu ausrüsten. Mit dem Leidenhelm. Also ihr seht schon, was für Unterschied macht. 2 Stärkepunkte. 4 Stärkepunkte. Zählt nicht. Oh, wo wollen wir denn das Lederschild her? Egal. Gekauft. Also es bringt schon ordentlich was. Ja. Das nützt alles überhaupt nicht. So. Gut. Ja. Gut. Unter Kampf verlieren kann ich halt auswählen, wer kämpft. Wir sind nicht daran gebunden, dass Vaan mit in der Gruppe sein muss, anders als in allen bisherigen Final Fantasies. Wo der Hauptcharakter immer Teil der kämpfenden Gruppe sein musste, außer er ist in die Story verhindert, haben wir hier komplette Wahlfreiheit. I should think Vane used to such hospitality. Clever. He used himself as the bait to draw them near and then sent in the air brigade. A fine bloody banquet. I dare say I've soiled my cuffs. If a dungeon's waiting for us at the end of the night, it had best have a change of wardrobe. Ja, Balthier weiß, was wirklich wichtig ist. Und wir sind übrigens, nur zur Orientierung, da rausgekommen. Ganz woanders sozusagen. Ich bin halt nicht ganz sicher, ob ich die richtigen... Ne, ich schau noch mal. Jetzt haben wir erstmal die Ratten hier. So, was konnte? Keine Ahnung. So. Gut, wir gehen dann weiter. Irgendwo hier müsste auch... Aha! Da, die Urne. An die habe ich mich erinnert. Also nicht genau wo, aber ich wusste, es musste hier irgendwo sein. Das ist nämlich die Karte der Garamseis-Kanalisation. Tada! So. Und wie wir sehen, wir haben noch einen kleinen Weg vor uns, bevor wir wieder zurück nach Ravenestro kommen. Also machen wir uns mal auf die Sachen.
Kann hier nicht eben noch eine Ratte, die hier rumlief? Ah, guckst du da. Das Schöne ist, wenn die Ratten jetzt weglaufen, habe ich zwei Fernkämpfer, die draufschießen können. Boom. Kritisch? Hatte ich das schon erwähnt? Fernkampfwaffen machen Krits, Nahkampfwaffen machen Serie. Also wenn du steht kritisch. Okay, das Viech läuft gerade selbst vorbei. Hier weg. Alter, diese Ratten! Die muss auf die Eier. So, jetzt aber. Danke. Hallo, wo kommst du denn her? Wo war ich gerade? Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Pech. Wir machen einfach weiter wie bisher, schauen uns immer die Seitenzweige an, denn da liegen solche Dinge wie High Potions. Wuhu! Ich schätze mal, wenn eine normale Potion 100 heilt, dann kann man bei einer High Potion so weit mit 300 bis 500 rechnen. Irgendwas dazwischen. Hopp. So. Und wir kriegen unsere Heilung. Weil... Fran. So. Ich muss ja sagen, ich finde dafür, dass Fran halt als Charakter sehr herausragend ist durch ihre Rasse und durch ihre Ohren. Haha. Herausragend, ja. Oh, das geht schon wieder los. Erst hier. Dafür ist es relativ schade, dass sie, wie ich gelesen habe, was die Werte angeht, mit einer der schlechtesten Charakter. Sie hat keinen Wert, in dem sie besonders gut ist. Und ihre Werte sind alle eher so durchschnittlich oder drunter. Deswegen ist sie auch mit... Ich habe vorhin gesagt, ich erkläre es nicht in Detail. Jetzt fange ich an, drüber zu labern, weil ich nichts anderes zum Labern habe, außer langweiligen Fledermäusen. Gewehre haben die nette Eigenschaft, dass sie erstens nicht verfehlen. Hatte ich schon erwähnt. Zweitens, die Verteidigung ignorieren. Hatte ich auch schon erwähnt. Drittens, ob das nur eine gute Eigenschaft ist, sei dahingestellt, sie skalieren mit keinem einzigen Wert. Der Schaden eines Gewehrs wird durch die Angriffskraft des Gewehrs und einen kleinen Zufallsanteil bestimmt. Das war's. Deswegen haben Gewehre auch so geringe Angriffskraft. Der Vorteil ist halt, sie verursachen diesen Schaden immer. Immer wenn der Gewehrschütze am Zug ist, kannst du dir sicher sein, dass da jetzt Schaden rumkommt. Da kann der Gegner machen, was er will. Er kann Kotis versuchen, aber das war's auch. Das ist quasi... Ja, das genaue Gegenteil von Hämmern und, ich glaube, Äxten. Das sind Nahkampfwaffen, die skalieren ganz normal mit der Stärke. Haben allerdings eine sehr viel größere Schadensstreuung als normale Waffen. Das heißt, es kann passieren, dass eine Keule 6 Schaden macht. Wenn ein normaler Angriff jetzt... So wie bei uns. Oder auch, dass er 200 Schaden hat. Und das Viech da jetzt, heilt es sich? Okay, ich habe jetzt gleich mal mehrere Stelen drauf gesetzt. Und man kann einen Gegner aber nur einmal bestehlen. Deswegen hat jeder nach dem ersten Erfolg halt diese Geht leer aus Nachricht bekommen. Nicht, dass er das von uns bekommen hat. So, wir können ja mal gucken, was bei mit seinem Gewehr für eine epische Attacke hat. Da. Also, ganz so platt ist es natürlich nicht. Also, ich glaube nicht, dass er immer nur 8 Schaden macht. So ist es nicht. Aber es ist halt kein Statuswert drin. Ich weiß nicht genau, wie sich das alles berechnet. Oh, ein Schild. Noch ein Schild. Ich habe jetzt 3 Stück. Eines Katschen von gekauft, den Lederschild und den zweiten ist Katschen von hier. Jedenfalls, da Fran halt keine guten, keine so guten Kampfwerte hat. Außer, glaube ich, HP und MP sind in Ordnung. Macht sie sich halt mit dem Gewehr gut. Sie ist zwar keine Minimax, keine Wahl, die einen Minimaxer treffen würde, der jetzt ein maximal kampfstarkes Team hat, haben will. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja keinen 100% Run und ich persönlich mag Fran einfach. Und deswegen will ich sie dabei haben. Selbst wenn diese, und die beste Möglichkeit, sie dabei zu haben, ist eben per Gewehr. Hallo, lauter Kröten. Was klaut man von euch nochmal? Ich glaube, ich sehe es mal nur mit einem, damit ich sehe. Ein Horn.
Ich bin begeistert. Andersrum talkt Balthier, also für die Leute, die jetzt anfangen, Balthier zu lieben. Das kann ich voll verstehen, Balthier ist auf seine Weise ziemlich cool. Balthier kann man, taugt sowohl als Nahkämpfer, als auch als gar nicht schlechter Bogenschütze. Da hat man also die Wahl, wie man es macht. Er würde dann bei mir halt die Lederrüstung kriegen und quasi den mittelschweren Slot belegen. Das heißt, für mich ist es persönlich gleich, wenn wir Balthier mitnehmen, dann ist es, wie gesagt, egal, ob als Nah- oder Fernkämpfer. Das könnt ihr euch aussuchen. Für die Leute, die vorhaben, sich an mal an der Gruppenzusammensetzungsabstimmung zu beteiligen. Ich hatte das, ihr müsstet ja das Infovideo gesehen haben. Das. Ja, zwei Charaktere fehlen uns noch. Der eine davon wird ein Konkurrent zu Vaan für die schwere Rüstung, für den Posten schwere Rüstung. Der andere wird ein Konkurrent zu Penelo als Magierin. Also wir haben quasi Penelo oder Mystery Magier. Als Magier halt. Oh, wobei der Mystery mir lieber wäre. Auch wieder nur persönliche Präferenz. Vaan oder Bash als Fonsau, das was Vaan jetzt auch schon anfängt, mit schwerer Rüstung und allem ganz schön. Ich bin noch am überlegen, ob ich ihm vielleicht später sogar irgendeine zweihändige Waffe gebe, weil zwei Hände einfach cool sind. Müssen wir mal gucken. Now we have away. Who would be next? Close ranks, bring her down! Jump down! Hurry! Das herzförmige Schild. She's not alone. Our ranks grow by the hour. And our troubles with them. Wo war ich gewesen? Der Protis, der lebt am längsten. Also Gott mit dem. Ja, gut, dass ich jetzt kurz das Ziel gewechselt habe, dass meine NPCs verwirrt. Ah ne, das ist sie. Ja, dann soll sie mal auf den Protis-Deppen hauen. Wie war das? Wo war ich gerade? Ach genau. Also Penelo oder Mystery A als Magier, wo wir Mystery A lieber wählen. Vaan oder Mystery B als schwere Frontschwein. Da ist es mir zugegebenermaßen wirklich ziemlich gleich. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich mich da entscheiden will. Und einer von den anderen vier als mittlerer. You alright? Thank you. I'm Vaan. And this is Balthier, and hey! What's your name? Amalia. Amalia, huh? Nice to meet you. There were others with me. I'm sorry. No. Huh? Oh, now isn't that impressive? Don't get any ideas. I said it's mine. I'm afraid the jury's still out on that one. You stole that? Yeah. Have you finished? When the guards don't report in, they'll come looking for us. If they aren't already. You should come with us. Better than being by yourself. Very well. What's wrong with her? You have a lot to learn before we even get started on your thievery. What's that mean? Ja, und für den mittleren Posten, Anführungszeichen, dann halt entweder, also einer von den anderen vier theoretisch, im Optimalfall halt Fran oder... Nee. Fran oder Balthier? Doch, was? Genau, Fran. Ach, Balthier könnte auch Warnslot machen. Ich müsste das irgendwann nochmal gründlich auch, wenn wir alle haben. I shall accompany you until we find my companions. No longer. Let's think of her as a guest then. Unlike Fran or myself, our guest probably won't be taking orders from anyone anytime soon. And she'll leave when she pleases.
So we keep to our affairs and she to hers. I doubt we'll find her wanting in valor, being such an upstanding member of the insurgents. Resistance. Ja, zurück zu Well, what are we waiting for? Weniger sophisticated matters. Wir haben einen Gastcharakter, Amalia. Ein sogenannter, sozusagen ein vierter Charakter-Slot, über den wir keine wirkliche Verfügung haben. Wir können ihre Ausrüstung und ihren Status nicht. Wir können ihre Ausrüstung nicht ändern. Wir können ihre KI nicht deaktivieren oder ändern. Wir können nichts mit ihr machen. Sie läuft einfach mit und tut, was sie halt so tut. Das ist in diesem Fall Potions und Potions schmeißen, rumkämpfen und ja. Super der Ding. Das sind halt Gastcharaktere. Das Nette an Gastcharakteren ist, dass wenn sie per Items heilen, also wenn sie Potions schmeißen und so, benutzen sie ihre eigenen Potions. Und davon haben sie eine ganze Menge, um nicht zu sagen unendlich viele. Das heißt, einen fleißigen Potion schmeißender Gastcharakter ist so eine Art unendlicher Heilungspool. Okay. Und Amalia zählt aber als Gruppenmitglied, das heißt, wir können ihre Analyse benutzen. Zu dem, dass wir jetzt keinen Feuerzauber haben. Nee, der da hat am wenigsten. Ist irgendwie auch kleiner als der andere? Oh ja, deutlich kleiner. Gut, dann töten wir den zuerst. Schön, dass sie sich so aufteilen. Das fällt mir jetzt schon gut. Aha. Hatten wir nicht. Genau, Lux. Lux ist erstmal, dass sie den Zauber verwenden. Ist ganz schlicht ein gezielter Gegenzauber gegen Blind. Also gezielter Heilzauber. Es gibt später wohl Medica oder sowas. Der Zustandsheilzauber für alles. Aber wenn man nur einen einzelnen Zustand heilen muss, gibt es meistens auch einen passenden einzelnen Zauber. Das ist Lux für. Blind, weil Lux lateinisch Licht und so, haha. Vox gegen Stumm, haha, weil Vox lateinisch Stimme. Und Atoxi gegen Gift, also Toxin, Verneinung, das ist schon ein bisschen kompliziert, aber halt sowas wie Gegengift. Und ja. Für einen Bossfight geht's eigentlich nicht wirklich schwer, aber naja. Man früh übt sich, wer Meister werden will. Von unserem Clan kriegen wir übrigens für jeden Bossfight, den wir machen, auch wenn wir Mont Blanc besuchen, einen kleinen Bonus. Ich habe vergessen, sie zu beklauen. Mist. Fällt mir gerade mal so ein. Das vergesse ich in dem Spiel aber leicht. Weil dieses Angriff klicken und vergessen und einfach nur warten, bis das Ziel stirbt, so. Naja. Einfach. Und es kann ja wohl kein Final Fantasy ohne die Fanfare geben, ha? Huh? Ja, ist gut. Man muss ja mit X ab, man muss mit X bestätigen, sonst dreht sich das da immer weiter, das ist. Ja. Manchmal merkt man das nicht so gut. Gut, haben wir irgendwo Truhen in dem Raum stehen? Das würde ich den Eiskalt zutrauen, aber. Aha! Ich kenne die. Ich kenne meine Pappmama bei Square doch. Ist er wirklich geraten? Ein Dolch! Ich bin begeistert. Ist hier hinten noch irgendwas? Tatsächlich, na, die haben sich ja sicher geführt, dass sie die Truhen sogar symmetrisch platzieren. Ein Lederschild. Das ist jetzt mein viertes Schild. Was zum Henker. Naja, wir haben. Rotzahn. Was ist ein Rotzahn? Ich glaube zu wissen, was ein Rotzahn ist, aber ich schau mal nach. Items. Rotzahn. Hitzeschaden innerhalb eines Areals. Dieses Item tut so, als könnte
Mit diesem Item können wir einmal so tun, als könnten wir Feu-Ra oder sogar Feu-Gar, das weiß ich. Hallo Kröte. Allerdings weiß ich auch nicht, ob ich das jetzt so in Wälde mal benutzen werde, weil sie halt selten wertvoll. Da müsste schon ein wirklich harter Kampf gegen feueranfällige Gegner kommen, sonst ist das absolut, sonst wäre das Item absolut verschwendet zu verwenden. Hier ist was? Okay. Achso, hier geht's hoch. Und ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Merkt man vielleicht. Ach, hier sind wir. Okay. Jetzt macht das alles Sinn. Geist. Was klaut man von einem Geist? Es mag jetzt ein bisschen seltsam wirken, aber in Final Fantasy 7, weiß ich nicht, ob das onscreen mal zu sehen war, da gab es so geistähnliche Gegner. Und wenn man die beklaut hat, dann gab's Äther. Hier gibt's Echokräuter. Okay, auch nicht schlecht. Und deswegen, das ist so eine, ja, gebranntes Kind und so, ne? Hier haben wir einen. Oh, warte mal kurz. Wir machen mal ganz kurz. Nein, das ist nicht so. Jetzt klauen wir erstmal wieder eine Runde. Und drei Gakimaseo. Das passt perfekt. C. Dritten lassen. Kommt der schon her? Ja, kommt er. Gut. Jetzt geht's wieder zu. Ein Dämonenauge von Gakimasera B. Ist der Puppe. Und wir könnten hier sein. Wunderbar, das sind nämlich zaubernde Monster. Man sieht's da schon. Die zu verstummen bringt richtig was. Ach halt, hier war irgendwo noch was Unbeklautes. Ihr seht schon, die Amalia kümmert sich fleißig um das leibliche Wohl unserer Gesellen. Da müssen wir überhaupt nicht viel heilen, da muss auch Fran nicht viel heilen. Ein bisschen was schon, aber nicht viel. Gerade beim Kampf halt. Tada! So, jetzt schauen wir mal wieder ins Monsterbuch, jetzt haben wir nämlich die ganze Dings hier unten noch nicht gemacht. Killerfische. So. Hier haben wir abgeschlossen. Die normale Info hatten wir schon. Hier nochmal zur Erinnerung. Hier ist die besondere Info. Also die freigeschaltete. Aber Nastro Unterstadt. Auch nicht viel damit zu tun. Aber nein. So. So. Wie gesagt, wenn ihr in Ruhe lesen wollt, pausieren. Slavenil? Slavenil? So. Und die Schlangen, Ghost, da geht's ja eben. Wie gesagt, also sollte ich das jemals wirklich über mehrere Parts vergessen, das mit dem Monsterbuch zum ganzen Dankeschön oder so, dann erinnert mich auch in den Kommentaren dran, weil, wenn das so unglaublich viel ist, das ist ja auch für mich blöd. Das. Und der hier unten. Ich meine, ich muss ja eh für die meisten Monster zweimal reingucken. Nämlich für die normale Info einmal zu zeigen und für die besondere Info. Das. Karpfenkröten, eigentlich ein Wunder, dass wir die noch nicht abgehakt haben. 8 Stück weitere. 8 weitere, wow, das ist viel. Akimaseras aber haben wir schon fast fertig. Geister. Okay. Flindermäuse. Hat Infos über Luftschiffe. Okay, mir wäre den Zusammenhang, aber sei es drum. Gibt vielleicht irgendein NPC, der einem was belohnt, wenn man alle Dingensens davon. Wenn man alle Einträge hier voll hat. Stahlflosse, exotisches Monster. Ne? Hier werden die so aufgeführt, wenn man die besiegt hat. Und ja. Imperiale Soldaten, super.